Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! 5 Wochen sind vergangen seit der letzten Regierungserklärung zur Corona-Lage, und das war kurz vor dem sogenannten November-Lockdown. Nun stellen wir fest, dass dieser Lockdown-Light die Infektionszahlen nicht hat sinken lassen. Die Neuinfektionen haben sich stabilisiert auf hohem Niveau, die Intensivstationen füllen sich und die Todeszahlen steigen. Wir sehen, diese Maßnahmen reichen nicht aus. Die Menschen im Land sind mehrheitlich bereit, große Einschränkungen hinzunehmen, um sich und ihre Mitmenschen zu schützen. Auf umso mehr Unverständnis stößt es dann, wenn Maßnahmen nicht nachvollziehbar sind oder das Gefühl aufkommt, es wird mit zweierlei Maß gemessen. Jetzt sprechen wir über nächtliche Ausgangssperren, beziehungsweise die Landesregierung hat sie gestern beschlossen für Hotspots. Das ist ein drastischer Eingriff in die Bewegungsfreiheit. Oder aber sie sind so großzügig gestaltet, mit so vielen Ausnahmen, dass sie faktisch wirkungslos sind. Und da stellt sich schon auch die Frage, wer, Herr Ministerpräsident, soll diese Ausgangssperren eigentlich kontrollieren und mit welchem Personal? Meine Befürchtung ist, das ist hilflose Symbolpolitik, die nichts bewirkt und die Zahlen nicht runterbekommt, meine Damen und Herren. Der Ministerpräsident hat am Wochenende im Bericht aus Berlin gesagt, sinngemäß, es gebe ja außer Alkoholverbot und Ausgangssperren gar nicht mehr so viel Spielraum für Beschränkungen. Beides machen Sie jetzt. Aber ist das wirklich so? Die Worte des Ministerpräsidenten stehen doch beispielhaft für eine ziemlich schiefe Wahrnehmung. Es gibt doch eine ganze Reihe von Maßnahmen, die man ergreifen könnte, jenseits von Ausgangssperren. Der Fokus bei den Maßnahmen, die jetzt beschlossen werden, liegen doch sehr einseitig, fast ausschließlich auf privaten Kontakten und Freizeitgestaltung. Weite Teile des gesellschaftlichen Lebens sind doch weiterhin weitgehend unreguliert. Das gilt für das Arbeitsleben, das gilt für die Situation in den Betrieben oder auch auf dem Weg dahin in vollen Bussen und Bahnen. Während Menschen jetzt auf nächtliche Ausgangssperren vorbereitet werden, arbeiten weiterhin Menschen praktisch unreguliert, etwa in Großschlachthöfen, in Büros, bei Amazon. Homeoffice bleibt eine reine Empfehlung an die Unternehmen und ist längst nicht in allen Berufen möglich. Wenn Menschen sich in ihren privaten Kontakten schmerzhaft einschränken sollen, aber weiterhin in Werkhallen mit hunderten Beschäftigten zusammenkommen, dann ist das ein Ungleichgewicht, meine Damen und Herren. Notwendig wäre eine Verpflichtung der Arbeitgeber, mobiles Arbeiten zu ermöglichen, wo immer das irgend geht, und notfalls auch das zwangsweise Aussetzen von nicht zwingend erforderlicher Produktion. Stattdessen wird jetzt schon wieder über Sonntagsöffnungen im Einzelhandel diskutiert. Die Beschäftigten im Einzelhandel, zum Großteil Frauen, sind ohnehin schon einer hohen Belastung und einem großen Gesundheitsrisiko ausgesetzt. Ihnen jetzt den Sonntag mit Ihren Familien noch nehmen zu wollen, meine Damen und Herren, das ist schäbig. Und wenn der Applaus für die Verkäuferinnen ernst gemeint war, dann sollten wir endlich mal über höhere Mindestlöhne und über die Stärkung von Flächentarifverträgen reden und nicht über mehr Sonntagsarbeit für diese Berufsgruppen. Ja, und auch die Schulen sind Orte, wo längst nicht alle Maßnahmen zum Infektionsschutz ausgeschöpft sind. Auch unter der Maßgabe, dass so viel Unterricht wie möglich stattfinden soll. In den Schulen ist die Stimmung vielerorts ziemlich mies. Alle Beteiligten sind unzufrieden. Die Schulen fühlen sich alleine gelassen. Die Lehrkräfte arbeiten am Limit. Schülerinnen und Schüler und deren Eltern können die Maßnahmen oft nicht mehr nachvollziehen. Und die sich ja auch noch unterscheiden von Schulträger zu Schulträger. In Frankfurt protestierten die Schüler, um auf die zahlreichen Probleme aufmerksam zu machen. Kinder und Jugendliche in den Schulen fürchten um ihre Gesundheit. Sie fürchten um die Gesundheit ihrer Familien. Sie sollen sich derzeit höchstens mit Menschen aus einem weiteren Haushalt treffen und mit einer weiteren Familie zusammenkommen, aber sie müssen weiterhin mit überfüllten Schulbussen in überfüllte Klassenzimmer fahren. Und den Lehrerinnen und Lehrern und den Beschäftigten an den Schulen geht es genauso. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat dem Kultusminister letzte Woche eine Petition mit 12.000 Unterschriften überreicht, in der sie ein tragfähiges Konzept für die Schulen im Corona-Winter fordern. Herr Ministerpräsident, das hat nichts mit Angstmacherei oder Panikmache zu tun. Die Menschen machen sich Sorgen um ihre Gesundheit, und damit haben Sie auch vollkommen recht. Denn viele Klassenzimmer sind zu klein, und die Temperaturen liegen seit Tagen um den Gefrierpunkt.
Aus dem Kultusministerium hört man die ganze Zeit nur weiterhin, immer gut lüften, dann passt das schon. Das ist das Konzept aus dem Kultusministerium. Ja, wo bleiben denn die Luftfilter? Wo bleiben denn die Stufenpläne? Sie sagen, Herr Kultusminister, man soll lüften, und dann wird das schon alles werden. So darf das doch nicht weitergehen. Wir haben Sie bereits vor den Sommerferien gemeinsam mit der SPD aufgefordert, ein Konzept für die kalte Jahreszeit vorzulegen. Bis heute gibt es keine verbindlichen Regelungen für Hessens Schulen im Umgang mit Corona. Sie reagieren, Herr Minister, immer erst nachträglich auf das Pandemiegeschehen, wenn Sie überhaupt reagieren, und Sie schieben Entscheidungen auf die lange Bank. Das Motto Hessen bleibt besonnen, wie diese Regierungserklärung überschrieben ist, darf doch nicht heißen, der Kultusminister bleibt untätig. Stattdessen wird die Verantwortung auf die Schulträger, auf die Schulaufsichtsbehörden, auf die Schulen und vor allem auf die Schulleitungen abgeschoben. Das ist ein Trauerspiel. Ein landesweiter Stufenplan wäre notwendig, der klar die Inzidenzen benennt, der Klassenteilung und Wechselunterricht vorsieht, gerade für weiterführende und berufliche Schulen oder auch einen versetzten Schulbeginn. Außerdem brauchen wir eine bedarfsgerechte digitale und hygienische Ausstattung der Schulen. Seit Jahren diskutieren wir hier im Landtag über marode Schulen. Schülerinnen und Schüler, Eltern gehen seit Jahren auf die Straße und fordern Schulsanierung. Gerade jetzt in der Corona-Krise zeigen sich doch die Versäumnisse und die Folgen ausgebliebener Investitionen überdeutlich, wenn es zu wenig Waschbecken gibt, wenn Klassenräume Fenster haben, die sich nicht öffnen lassen, und wenn die Klassenräume und die Mensen einfach viel zu eng sind. Dann zeigt sich doch, wo hier die Versäumnisse sind, und das verantworten Sie, Herr Kultusminister. Weil Sie... Auf dieses Stichwort habe ich gewartet, Herr Bellino. Das ist genau, was Sie die letzten Jahre immer getan haben. Es gibt ein Problem, dann erklärt sich das Land erstmal für nicht zuständig, und dann schieben Sie die Verantwortung auf die unterfinanzierten Kommunen ab, die für Sie gesorgt haben, dass die Kommunen so unterfinanziert sind. Die Schulen müssen mit Luftfiltern ausgestattet werden, und die Schulbuslinien müssen endlich doppelt besetzt werden. Und das muss das Land finanzieren und nicht die Kommunen, wo sie die letzten Jahre zur Unterfinanzierung erheblich beigetragen haben. Wir haben heute wieder Niveau-Limbo hier im Landtag, was die Zwischenrufe angeht. Das deutsche Bildungssystem gleicht soziale Unterschiede nicht aus, sondern es verstärkt sie. Und das, auch das hat die Corona-Krise noch verschärft. Viele Kinder haben keinen eigenen Computer. Und viele haben auch nicht mal ein eigenes Zimmer, wo sie in Ruhe lernen können. Aber der Lernerfolg, der darf doch nicht abhängig sein von der technischen Ausstattung in einer Familie oder auch von der Hilfe der Eltern abhängen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass alle Schülerinnen und Schüler in der Schule den bestmöglichen Zugang zur Bildung haben und dass nicht die soziale Herkunft entscheidet über den Bildungserfolg eines Kindes, meine Damen und Herren. Auf völliges Unverständnis, Herr Ministerpräsident, stößt bei uns auch der Umgang mit den Flüchtlingsunterkünften. Durch die enorm dichte Belegung, bei der sich ganze Familien oder auch völlig Fremde einen Raum teilen, haben sich in den letzten Monaten leider immer wieder Hotspots entwickelt. Massenquarantäne war die Folge. Trotzdem hat die Landesregierung alle Appelle von Wohlfahrtsverbänden und Flüchtlingsinitiativen ignoriert. Sie haben keinerlei Maßnahmen ergriffen, um die wirklich gesundheitsgefährdende Situation für die Untergebrachten und für die dort arbeitenden Menschen zu entschärfen. Und das, obwohl zum Beispiel die leerstehenden Jugendherbergen explizit ihre Hilfe angeboten haben. Und die vielen... Schauen wir uns doch die vielen Corona-Ausbrüche an. Schauen wir uns das doch an. Das verdeutlicht doch, dass die Landesregierung mit ihrem Konzept, viele Menschen in Massenunterkünften unterzubringen, auf dem Holzweg ist. Es muss doch das Ziel sein, Menschen dezentral in Wohnungen unterzubringen. Das gilt immer, aber das gilt besonders in einer Pandemie. Und vorübergehend wären als Sofortmaßnahmen zumindest kleinere Einheiten dringend notwendig und die Auflösung der großen Gemeinschaftsunterkünfte. Solidarität darf nicht an den Außengrenzen enden.
Und deshalb will ich auch in dieser Rede darauf hinweisen, dass noch immer tausende Menschen in Moria, in anderen Flüchtlingslagern unter unwürdigsten Bedingungen in Zelten ohne sanitäre Anlagen, Heizung und medizinische Versorgung leben. Jetzt kommt der Winter, und es ist eine Schande für die EU und ihre Mitgliedstaaten, dass man diese Menschen, darunter viele Kinder, in Not und Elend im Stich lässt. Und auch hier hat Hessen eine Verantwortung, sich dafür einzusetzen, dass Deutschland Menschen aufnimmt und ihnen eine sichere Unterkunft bietet, meine Damen und Herren. Und es ist natürlich vollkommen verantwortungslos, dass trotz des Höchststands von Corona-Infektionen unabhängig von Reisewarnungen und Risikogebieten weiter abgeschoben wird. Es braucht doch jetzt einen pandemiebedingten generellen Abschiebestopp, so wie es ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis fordert, darunter der Paritätische, die Diakonie Hessen und Pro Asyl. Anders als zu Beginn der Pandemie sind Dublin-Überstellungen nämlich nicht ausgesetzt. Es wird beispielsweise weiter abgeschoben in den Hotspot Madrid. Dabei sollte doch eigentlich der gesunde Menschenverstand sagen, wenn keiner reisen soll, dann darf doch erst recht keiner abgeschoben werden in Zeiten der Pandemie, meine Damen und Herren. Und das sollten doch alle, die sich als Christen verstehen, insbesondere die, besonders zur Weihnachtszeit, sollte das einleuchten. An dieser Stelle will ich auch noch einmal grundsätzlich sagen, zu dieser alles dominierenden Debatte über Weihnachten und über die Feiertage. Alle reden über Weihnachten und sagen, wie wichtig es ist, dass die Familien an Weihnachten zusammenkommen können. Ich hätte mir gewünscht, dass es ein kleines bisschen mehr Sensibilität gegenüber Muslimen und Juden gegeben hätte, die während des ersten Lockdowns Ramadan und Pessach gefeiert haben und die dafür öffentlich zum Teil angefeindet wurden, weil sie sich abends mit der Familie zum Fastenbrechen und Beisammensein getroffen haben. Auch hier hätte ich mir gewünscht, dass wir mehr Sensibilität gehabt hätten für religiöse Feiertage, wo Menschen zusammenkommen wollen. Und ich hätte mir gewünscht, dass es da die eine oder andere Anfeindung oder die Anfeindung in diesem Zusammenhang nicht gegeben hätte. Meine Damen und Herren, das Gesundheitssystem ist mittlerweile am Anschlag. Die Gesundheitsämter sind überlastet, die Infektionsketten lassen sich nicht mehr nachvollziehen. Jahrelang wurde dort Personal eingespart, man hat den Sommer nicht genutzt, um neues Personal einzustellen. Jetzt haben wir die Bundeswehr, die Teile dieser Aufgaben übernimmt. Das zeigt ja, wie dramatisch die Personalsituation ist. Wir brauchen noch gut ausgebildetes Personal in den Gesundheitsämtern, das dauerhaft dort ist und nicht die Bundeswehr dort. Die Menschen in den Krankenhäusern, in den Praxen, in den Pflegeeinrichtungen, sie gehen längst an ihre Belastungsgrenze und darüber hinaus. Sie riskieren ihre eigene Gesundheit, um den Kampf gegen das Virus und für die Gesundheit ihrer Patienten und Bewohner zu führen. Und was macht die Landesregierung? Nachdem man jahrelang den Pflegenotstand ignoriert hat, fordert der Gesundheitsminister unlängst die Aufhebung von Personaluntergrenzen. So hilft man dem Gesundheitssystem nicht. Leider wurde auch hier die Zeit über den Sommer nicht genutzt, um zusätzliches Personal einzustellen, um zusätzliches Personal zur Unterstützung auf den Intensivstationen umzuschulen oder um ausgeschiedene Pflegekräfte zurückzugewinnen für den Beruf. Statt das Personal noch weiter zu belasten, brauchen wir endlich angemessene Maßnahmen gegen den Pflegenotstand und für die Entlastung des Pflegepersonals. Das Stufenkonzept für die Kliniken funktioniert nach Aussage von Betriebsräten und Klinikleitungen vielerorts nicht. Viele Intensivkapazitäten werden immer noch für verschiebbare Operationen reserviert, weil Wettbewerbslogik und Kostendruck durch die Fallpauschalen die Kliniken dazu zwingen. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Freihaltepauschalen für die Intensivpflege auch wieder gezahlt werden und auch gerade für die kleineren Kliniken wieder gezahlt werden, weil dort die Situation extrem angespannt ist und wir brauchen die Kapazitäten dringend, um die Covid-Patienten auf den Intensivstationen zu pflegen, meine Damen und Herren. Und genauso angespannt ist die Situation in der ambulanten Pflege und auch in den Senioren- und Pflegeeinrichtungen. 2/3 der Menschen, die im November mit einer Infektion an Covid-19 gestorben sind, lebten in Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Und schon in der ersten Welle der Pandemie waren viele Altersheime Schwerpunkte von Infektionsketten.
Anders als in der ersten Welle wissen wir aber heute eine ganze Menge mehr über das Virus. Es gibt Hygienekonzepte und es gibt inzwischen auch funktionierende Schnelltests. Nur die müssen eben auch eingesetzt werden. Und hier wurde der Sommer nicht genutzt, um entsprechende Strategien vorzubereiten, um wirklich ausreichend FFP2-Masken zu beschaffen, um die Schnelltests zu beschaffen. Und die Leidtragenden sind dann eben die Pflegebedürftigen, aber eben auch die Angehörigen und das Pflegepersonal, die doch immer fürchten müssen, unwissentlich für die Einschleppung des Virus in den Einrichtungen verantwortlich zu sein. Wir dürfen die Menschen in den Pflegeeinrichtungen, sie dürfen nicht vereinsamen, sie müssen Besuch empfangen können, und dafür brauchen wir die guten Rahmenbedingungen. Und ich will an der Stelle nur eine Sache sagen zu Herrn Rock, der eben gesagt hat, an die Adresse der Linken, dass BioNTech doch so ein gutes Beispiel dafür war, wie gut Marktwirtschaft und private Unternehmen funktionieren, weil man ja ganz, ganz schnell einen Impfstoff entwickelt hat. Ich will nur, dass nicht ganz vergessen wird, dass der Bund 375 Millionen Euro im Bereich der Forschung dazugegeben hat. Also es war jetzt nicht so, dass der Markt das allein geregelt hat und dieses privatwirtschaftliche Unternehmen das ganz allein geschafft hat, sondern hier gab es eine massive staatliche Unterstützung bei der Erforschung von Impfstoffen. Das soll ja nur nicht vergessen werden in der Debatte. Es gibt viele andere Menschen, denen nach Monaten der Pandemie aus unterschiedlichen Gründen langsam aber sicher die Kraft ausgeht oder das Geld. Oder nicht selten auch beides. Menschen mit Behinderungen etwa sind von Einschränkungen besonders stark betroffen, auch weil sie oft zur Risikogruppe gehören. In den Sozialschutz- und Rettungspaketen ist für diese Menschen und auch für ihre Einrichtungen kaum zusätzliche Unterstützung vorgesehen. Ökonomisch sind Menschen in den Branchen besonders betroffen, die schon seit dem Frühjahr leiden, etwa die Reisebüros, die Schausteller, der Kultur- und der Veranstaltungsbereich. Dort herrscht Alarmstufe Rot. Wo die Arbeit nicht untersagt wird, sondern einfach die Aufträge ausbleiben, greifen die sogenannten November- und Dezemberhilfen oft gar nicht. Und die Novemberhilfen sollen ja jetzt, anders als ihr Name vermuten lässt, erst im Januar ausbezahlt werden. Und auch das bringt natürlich Menschen finanziell in die Bredouille und das bedeutet einfach weitere Unsicherheit. Und dann gibt es noch die andere Seite der Medaille. Und das sind Unternehmen, die profitabel sind, und diese Krise offensichtlich ganz gut die Krise jetzt nutzen, um Arbeitsplätze in der Region abzubauen. Ausgerechnet jetzt in der Krise, wo bei vielen Familien das Geld knapp ist, wo die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt besonders schwierig sind. Unternehmen wie Continental, Coca-Cola oder Hitachi ABB schließen grundsätzlich rentable Werke, um ihre Profite zu optimieren. Und das halte ich wirklich für eine Sauerei. Und die Beschäftigten haben im Kampf um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze unsere Unterstützung. Es geht hier nicht um Kostenfaktoren auf zwei Beinen, sondern es geht um Menschen und um ihre Familien und um deren Existenzen. Und es geht um ganze Regionen. Ja, und da würde ich mir schon wünschen, dass der Herr Ministerpräsident und sein Wirtschaftsminister mal klare Worte finden würden und Positionen beziehen würden für die Beschäftigten, statt immer hilflose Appelle an die Konzernzentralen zu senden, hier mal deutlich zu sagen, was man davon hält und dass man auf der Seite der Beschäftigten steht, die um ihre Arbeitsplätze kämpfen und den Reichtum dieser Unternehmen durch ihre Arbeit erwirtschaftet haben. Auch der große Corona-Profiteur Amazon kündigt auch in der Pandemie Menschen krankheitsbedingt. Und übrigens gibt es dort immer noch keinen Tarifvertrag. Die Lufthansa erhält umgerechnet fast 231.000 Euro an staatlicher Hilfe für jeden der 39.000 Stellen, die sie jetzt vorhat zu streichen. Wenn man sich vorstellt, wie viel Geld in Form von stiller Beteiligung und Kreditabsicherungen die Bundesregierung bereitgestellt hat für die Lufthansa, diese Arbeitsplätze hätte die Bundesregierung retten können, hätte sie retten müssen, wenn man Arbeitsplatzgarantien verlangt hätte, dann müssten die Beschäftigten bei der Lufthansa und der gerade verkauften Tochter LSG nicht um ihre Arbeitsplätze bangen. Diese Beschäftigten wurden im Stich gelassen. Wenn man Unternehmen rettet und viel Geld reinsteckt, Herr Boddenberg, dann kann man doch nicht sagen, wir verzichten auf jegliche Mitsprache und auf jegliche Arbeitsplatzgarantien. Weil das ist doch das, was gerettet werden muss an diesem Unternehmen. Das ist doch das, was gerettet werden muss, die Beschäftigten, die all die Jahre für die Lufthansa in der Luft und am Boden gearbeitet haben. Und nicht vergessen dürfen wir auch die Menschen, die ihren Minijob verloren haben oder ihren studentischen Nebenjob in der Gastronomie, im Fitnessstudio, im Einzelhandel. Viele von ihnen haben nicht mal Anspruch auf Arbeitslosengeld und finden in der derzeitigen Situation auch kaum was Neues.
Und wer seinen Job noch hat, muss zum Teil mit erheblichen Lohneinbußen klarkommen. Es gibt immer noch Hunderttausende hessische Beschäftigte in Kurzarbeit. Dem Statistischen Bundesamt zufolge sind im zweiten Quartal 2020 die Reallöhne gegenüber dem Vorjahresquartal um 4,7% gesunken, in einzelnen Branchen noch viel dramatischer, um 17% im Beherbergungsbereich, 14% in der Luftfahrt, 11% in der Gastronomie. Und wer vorher schon ein niedriges Einkommen hatte, den treffen Gehaltseinbußen durch die Kurzarbeit ganz besonders. Und bei einem Niedriglohn kann das dazu führen, dass man unter die Armutsschwelle rutscht, und davon sind überdurchschnittlich viele Frauen betroffen. Und wer Einkommenseinbußen hinnehmen muss oder sogar seinen Job verliert, der hat auch nicht selten Probleme, seine Miete noch zu bezahlen. Und gerade in einer solchen Situation muss die Landesregierung doch alles in ihrer Macht Stehende tun, um Mieterinnen und Mieter vor Mietschulden und schlimmstenfalls dem Wohnungsverlust zu schützen. Und dass ausgerechnet die landeseigene Wohnungsgesellschaft Nassauische Heimstätte jetzt gerade angekündigt hat, ab dem Jahreswechsel ihre Mieten wieder zu erhöhen, das ist ein vollkommen falsches Signal. Schutz vor Corona braucht ein sicheres Zuhause. Und das haben nicht alle. Weil sie Gewalt in den eigenen vier Wänden ausgesetzt sind und in dieser Pandemie noch schwieriger dem entkommen können. Oder weil sie gar keine Wohnungen haben und Ausgangssperren auch gar nicht befolgen könnten. Die Obdachlosen sind vollkommen ungeschützt vor Winterkälte und Infektionsgefahr. Sie brauchen sichere Unterkünfte und medizinische Versorgung. Alkoholverbote im öffentlichen Raum und Ausgangssperren helfen da gar nichts. Meine Damen und Herren, Kultur macht eine Gesellschaft aus, und sie ist systemrelevant. Und der Kulturbereich ist in einer ganz besonders schwierigen Situation. Und auch hier sollte es einen Fahrplan geben und so viel Planbarkeit wie möglich. Es sollte geregelt werden, unter welchen Bedingungen etwa Theater, Kinos oder Museen öffnen können, wann auch immer die eintreten. Die 5-Quadratmeter-Regel oder die 3-Quadratmeter-Regel oder sind Luftfilter dann Pflicht? Das alles könnte doch heute schon vorbereitet werden, statt es dann wieder kurzfristig vor den Öffnungen zu verkünden. Aber dazu müsste man halt mal ein paar Wochen und Monate vorausdenken. Meine Damen und Herren, es gibt viele Menschen, die auf die Straße gehen und protestieren für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze oder eine gerechte Verteilung von Hilfen in der Krise. Und es gibt viele Kritikpunkte an den Corona-Maßnahmen, die berechtigt sind. Und es gibt den Popanz, den die AfD und die sogenannten Querdenker veranstalten, mit Demonstrationen ohne Einhaltung von Abständen und Mund-Nasen-Schutz. Demonstrationen, an denen ja auch Abgeordnete der hessischen AfD teilgenommen haben, bei denen sich Neonazis tummeln und rechte Verschwörungsideologen und Reichsbürger, wo Reichskriegsflaggen und Holocaust-Relativierungen vielerorts das Bild prägen. Und weil Sie das eben angesprochen haben, in der Tat erinnere ich mich daran, dass die AfD anfangs ganz anderer Meinung war, was die Maske angeht. Im März, ich erinnere mich, hat Herr Heidkamp hier gesprochen und hat gesagt, dass die AfD gar nicht verstehen könne, warum es nicht längst eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit gäbe. Das würde doch alle schützen. Und dann haben sie kritisiert, dass es hier vom Plenarsaal nicht einen Karton gibt, woraus sich alle Abgeordneten mit Masken kostenfrei bedienen können. Damals hat ihre Fraktion geklatscht. Heute reden sie von der Merkel-Burka und jetzt klagen sie von dem Staatsgerichtshof dagegen, dass die Abgeordneten im Plenarsaal Maske tragen müssen. Und ich habe mir das durchgelesen. Sie begründen das unter anderem damit, dass die Maske zu posttraumatischen Störungen und Herpes führen könnte. Dafür muss man schon ziemlich verquer denken, um auf sowas zu kommen. Jede Krankenschwester trägt Maske, Schulkinder bekommen das hin, aber die Burschenschafter und die Identitären von der AfD haben Angst vor Traumata und Herpes an den Lippen des Volkskörpers. Das ist doch lächerlich, was Sie hier machen. Ich komme zum Schluss. Die Infektionszahlen sind zu hoch, und es braucht dringend geeignete Maßnahmen. Ich habe in meiner Rede dargestellt, dass Bund und Länder eben nicht bereits alle Möglichkeiten, z.B. im Arbeitsleben, in den Schulen und im ÖPNV, ausgeschöpft haben, sodass nur noch Ausgangssperren blieben und nichts anderes. Ausgangssperren sind ein starker Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte, und die Einschränkung von Grundrechten muss eng begrenzt und gut begründet sein. Und die Parlamente müssen einbezogen sein. Und dort müssen die Debatten auch öffentlich geführt werden.
und zwar nicht erst, wenn die Verordnungen beschlossen sind. Und Herr Ministerpräsident, da hätten Sie die Möglichkeit gehabt, bevor Sie heute Ausgangssperren verkünden, was Sie gestern Abend vor dieser Debatte hier beschlossen haben, diese Debatte heute hier zu führen und danach Entscheidungen zu treffen. Das wäre sinnvoller gewesen. Dann hätten wir eine öffentliche Debatte hier gehabt und eine Einbeziehung des Parlaments. Ich bedauere es, dass Sie diese Chance auch diesmal wieder haben verstreichen lassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Für die Fraktion